Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe endlich zu Ende gelesen von Laurie Nelson Spielman, Heute schon für Morgenträumen. Ich sage endlich, weil ich verhältnismäßig lang für das Buch gebraucht habe, aber dazu können wir gleich während des Erzählens noch kommen. Worum geht es? Und zwar geht es um eine italienische Familie, die nach Amerika ausgewandert ist und auf dieser Familie soll angeblich ein Fluch legen. Dieser Fluch liegt auf den zweitgeborenen Töchtern, die nicht glücklich sein können, die immer alleinstehen bleiben, kinderlos bleiben und hat quasi in der Jetztzeit diese zweite Generation, das sind zwei Frauen, das sind Emilia und Lucy, das sind Cousinen und die sind eben die Zweitgeborenen und sie stellen zwei komplett konträre Parteien dieses Fluchs dar. Also Emilia hat so komplett damit abgeschlossen, die kümmert sich nicht mehr um ihr Aussehen, die interessiert sich überhaupt nicht für Männer, also sie hat sich so eingelebt in ihrem Single-Sein und sieht auch keinen Grund, es irgendwie zu verändern, weil doch so alles schön und schick ist. Also sie erlaubt sich auch nicht, sich nach einer Partnerschaft zu sehen, sich nach Kindern zu sehen. Und auf der anderen Seite hat man Lucy. Lucy, die sich komplett anbiedert bei Männern, die sich auch entsprechend aufreizend anzieht und alles tut, um Männer in ihr Leben zu ziehen und diese Männer dann auch in ihrem Leben zu halten. Und diese zwei Cousinen gehen mit ihrer Großtante Poppy, also eigentlich ist es die Schwester ihrer Oma, aber jedenfalls mit Großtante Poppy gehen die auf Reisen. Und zwar soll das Poppys letzte Reise sein. Sie wird 80 während dieser Reise und sie möchte noch ein letztes Mal nach Italien und dort verschiedene für sie wichtige Orte sehen und nimmt halt diese zwei Frauen mit auf diese Reise mit dem Versprechen, den Fluch auf dieser Reise zu lösen. Und das tut sie dann tatsächlich auch auf eine völlig unerwartete Art und Weise, weil der Leser kann dann selbst interpretieren, ob es diesen Fluch überhaupt gibt oder nicht. Ich finde Poppy eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit. Und auch Emilia finde ich spannend. Ich finde allgemein diesen Geschichtenaufbau sehr spannend, sehr unerwartet auch. Das Ende hat man dann irgendwann schon raus. Das Ende kommt nicht überraschend. Und trotzdem habe ich am Ende ziemlich stark geweint. Und man macht immer wieder auch Zeitensprünge in Poppys Vergangenheit, weil die Einfluss hat auf die Gegenwart von Emilia und Lucy. Und es ist tatsächlich dann auch so, man könnte jetzt glauben, ach ja klar, und dann findet Emilia und natürlich auch Lucy die große Liebe in diesem Buch. Bei Lucy, komplett unerwartet, aber eine Wendung, die ich absolut liebe, 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 liebe und die sich auch innerhalb der ersten Kapitel so abgezeichnet hat. Und Emilia, gar nicht so. Also die greift noch zweimal ins Klo während dieser Reise mit Männern oder auch nach der Reise dann. Aber das ist dieses Schöne, dieses, das darf sich dann entwickeln. Nur weil ich heute als Singlefrau entscheide, nicht mehr Single sein zu wollen, kann ich nicht erwarten, dass sich das innerhalb von ein paar Monaten ändert und ich dann sofort den Mann meiner Träume treffe. Deswegen finde ich es so schön realistisch auch irgendwie dargestellt und wirklich herzzerreißend zum Ende hin. Das hat mir einiges abverlangt, aber schön geschrieben. Warum das jetzt so lange gedauert hat? Ich fand gerade so am Anfang und in der Mitte hat sich's ganz schön gezogen. Und Emilia und auch Lucy, aber Emilia noch mehr, leben in einem extrem toxischen Familienverhältnis. Also Emilia wird extrem drangsaliert und ausgenutzt von ihrer Schwester. Es steht total unter der Fuchtel von ihrer Oma. Der Vater sagt nichts dagegen, die Mutter ist schon gestorben. Sie hat sonst keinerlei weitere sozialen Kontakte und das hat mir, glaube ich, auch zu schaffen gemacht. Und trotzdem bin ich unglaublich froh, weiter gelesen zu haben, weil das Ende war wirklich wunderschön. Da habe ich dann auch die letzten 100 Seiten dann tatsächlich in meinem normalen Rhythmus lesen können. Und ich denke auch, es wird nicht das letzte Buch gewesen sein. Ich hatte mir das jetzt erstmal aus der Bibliothek mitgenommen, mit dem Wissen, dass es noch drei andere von der Autorin gibt. Und ich glaube, ich werde mir die auch mal reinziehen. Übrigens habe ich das irgendwie an mir vorbeigegangen. Also so viel jetzt zu dem Buch, bevor ich nochmal ein anderes Thema anschneide. Hat mir gut gefallen.
Es war jetzt nicht überragend, dass ich es nicht mehr aus der Hand legen konnte, aber es war ein schönes Buch mit wichtigen, tollen Messages. Darauf können wir auch nochmal eingehen. Das fand ich nämlich super süß. Hier hinten hat man dann nochmal ein paar wichtige Aussprüche. Ich habe mir auch einen notiert, der ging irgendwie so in die Richtung, da ging es um Emilia, dass sie zwar eine Frau ist, aber sich nicht erlaubt und es auch nicht gut findet, dass sie eine Frau ist und so entsprechend auch ihr Leben gestaltet. Wir können ja mal hier, also es sind ein paar wirklich schöne. Solange du nicht weißt, wer du nicht bist, weißt du auch nicht, wer du bist. Es ist doch interessant, dass wir alles daran setzen, die Meinung anderer über uns zu bestätigen, egal ob sie gut oder schlecht ist. Ich habe festgestellt, dass das Leben deutlich schöner ist, wenn man von anderen das Beste denkt, statt das Schlechteste. Warum gibst du dem Universum die Macht über dich zu bestimmen, aber glaubst nicht, dass es dich erlösen kann? Du wirst irgendwann merken, dass das Leben kein Kreis ist. Es ist ein verwirrendes Labyrinth aus Sackgassen und Umleitungen, Fehlstarts und gebrochenen Herzen. Ein schwindelerregendes Gewirr, durch das man irgendwie hindurch muss. Also ja, es war schön auf eine andere Art und Weise, wie ich es sonst liege. Nicht so, ich kann es nicht aus der Hand legen, aber es war trotzdem ein schönes Buch und ich werde, wie gesagt, noch weitere lesen. Jetzt lese ich aber erstmal weiter die Reihe von Sarah Sprinz. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und was ich noch sagen wollte, und so ist es an mir vorbeigegangen. Und das Buch ist auch schon hundealt. Wir erinnern uns alle an ein ganzes halbes Jahr. Hieß es so? Ja, ne, ein ganzes halbes Jahr, wo auch der Film gedreht wurde. Und dazu gibt es quasi einen zweiten Teil, nämlich da wird die Geschichte von der Protagonistin weitererzählt, was nach diesem Buch passiert. Das ist an mir vorbeigegangen, dass es das gibt. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob das lesenswert ist, wie das konkret heißt, weil dann werde ich das in nächster Zeit mal irgendwie lesen. Und das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und schreibt mir gerne einen lieben Kommentar, zum Beispiel, was ihr gerade für ein Buch lest. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.